Zwei Polizisten haben im Dienst Sex mit einer Frau. Mit einer Frau, die die Beamten in Polizeigewahrsam haben. Sie spricht von Vergewaltigung. Die Männer von einvernehmlichem Sex. Es steht Aussage gegen Aussage, die Beweislage ist dürftig. Und der Vorwurf der Vergewaltigung wiegt schwer. Die beiden Polizisten sind 23 und 28 Jahre alt. Ihnen wird Vergewaltigung im besonders schweren Fall und sexueller Missbrauch einer behördlich Verwahrten vorgeworfen. Ihnen drohen bis zu 15 Jahren Gefängnis. Das Interesse der Öffentlichkeit an dem Fall ist groß. Auch ich begleite den Prozess. Die Männer geben zu. Ja, sie hatten Oralverkehr und ungeschützten Geschlechtsverkehr mit der Frau, die sie in Gewahrsam hatten. Jedoch, so beteuern sie, die Frau habe sie verführt. Das Gericht muss nun entscheiden, wessen Wort mehr wiegt. Das der zwei Polizisten oder das der Frau. Du hast dein Urteil schon gefällt? Warte mal ab, bis du die Details kennst. Die Polizisten Andreas O. und Amayot sind mit befreundeten Kollegen auf dem Weg zur Mittagspause. Vor einem Restaurant fällt ihnen ein Pärchen auf. Es hat, so nennen sie es später vor Gericht, Kontrollpotenzial. Agnieszka F. und ihr Partner leben erst seit kurzem in Deutschland, werden in Polen wegen kleinerer Diebstähle gesucht. Als sie kontrolliert werden, zückt sie einen gefälschten Ausweis. Den hat sie sich im Internet bestellt. Selbst das polnische Staatswappen, der Adler, blickt in die verkehrte Richtung. Vielleicht hofft Agnieszka F., dass es bei einer Routinekontrolle bleibt. Sicher ist, zu diesem Zeitpunkt ahnt keiner der Beteiligten, was in den nächsten 24 Stunden passieren wird. Die Polizisten fahren zur Wohnung des polnischen Paars, um die wahre Identität der Frau zu klären. Ihr Ausweis ist aufgeflogen. Ab diesem Augenblick gibt es zwei komplett unterschiedliche Versionen des Geschehens. Die erste ist die Version der Polizisten Andreas O. und Amayot. Die Frau Andreas und ich sind hoch in die Wohnung. Unser Kollege und der Partner wollten unten bleiben, eine rauchen. In der Wohnung habe ich nach Dokumenten gesucht. Dann hatte sie auf einmal eine blonde Perücke in der Hand. Auf ihrem Handy zeigte sie mir Bikini-Fotos von sich. Ich habe ihr immer wieder erklärt, ich benötige jetzt ein Ausweisdokument. Als ich wieder zu ihr geschaut habe, stand sie mit nacktem Oberkörper da. Ich war komplett in Schockstarre. Dann ging sie auf mich zu und hat mir in den Schritt gefasst und mein Genital massiert. Ich habe meinen Koppel abgelegt, den Gürtel mit der Waffe und meine Hose geöffnet. Dann ist Andreas vom Balkon gekommen. Der war draußen, telefonieren. Der zweite Polizist, Andreas O., sagt weiter aus. Als ich vom Balkon kam, habe ich gesehen, wie die Dame vor Amar kniete. Sie war komplett nackt. Ich in Schockstarre. Und dann lief alles wie im Film. Ich fand es aufregend, habe dann mit meinem Handy Videoaufnahmen gemacht. Die Dame hat mich zu sich gewunken, sich hingekniet. Ich habe die Hose runtergelassen. Als alles vorbei war, hat sie Secret gesagt. Beide geben an, es kam zum ungeschützten Geschlechtsverkehr. Alles einvernehmlich, behaupten sie. Nehmen wir an, die Version der beiden Polizisten stimmt. Wie kann es sein, dass Andreas O. vom Balkon kommt, die beiden beim Sex sieht und die Sache nicht sofort stoppt, sondern im Gegenteil noch kommentarlos mitmacht? Vor Gericht sagt er aus, es wäre alles wie im Film gewesen. Wie glaubwürdig ist das? Ich kontaktiere Lydia Benecke. Sie ist Teil unseres Teams von Der Fall. Als Kriminalpsychologin therapiert Lydia auch Sexualstraftäter. Mal sehen, wie sie das Ganze einordnet. Die beiden scheinen der Meinung gewesen zu sein, dass wenn sie wahrnehmen, dass eine Frau aus ihrer Sicht sexuelle Signale sendet, dass ihnen das Recht gibt, diese Frau sexuell auszunutzen. Und da beide festgestellt haben, dass der jeweils andere Kollege und Freund dasselbe Verhalten zeigt, haben sie, ohne es explizit auszusprechen, sich gegenseitig die Erlaubnis gegeben, sich so zu verhalten. Während die angeklagten Polizisten vor Gericht immer wieder von Einvernehmlichkeit sprechen, lautet die Version von Agnieszka F. ganz anders. Ihre Zeugenvernehmung wird dem Gericht per Video vorgespielt.
Wir sind aus dem Polizeiauto ausgestiegen. Mein Partner wollte mit hoch, aber ein Polizist hat ihn aufgehalten. Der eine Polizist hat mir mit einer Geste deutlich gemacht, dass ich ins Gefängnis komme, wenn ich nicht mitmache. Dann sollte ich mein Oberteil ausziehen. Ich wollte das nicht. Also hat er versucht, mir meinen BH runterzuziehen. Dann ist der andere Polizist gekommen. Sie haben ihre Waffen abgelegt, mir meine Hose runtergezogen, meinen Slip weggerissen. Ich habe versucht, mich zu wehren, aber ich war nicht stark genug. Dann ist es passiert, beide nacheinander. Einer meinte noch, dass es ein Geheimnis bleiben soll. Nehmen wir an, die Version von Agnieszka F. stimmt. Hätten die Polizisten nicht damit rechnen müssen, dass sie ihrem Mann, der ja unten im Auto sitzt, sofort alles erzählt, dass sie Anzeige erstattet und gegen die Beamten ermittelt wird? Xenia ist in unserem Team die Juristin. Sie ist spezialisiert auf Strafrecht. Hi Xenia. Hi Nevi. Sag mal, ich wollte dich fragen, wie schwierig ist es, den Tatvorwurf einer Vergewaltigung nachzuweisen? Ja, so eine Vergewaltigung nachzuweisen ist tatsächlich relativ schwierig, denn meistens gibt es ja nur die Aussage vom Beschuldigten und vom Opfer. Und es ist tatsächlich so, dass viele Beschuldigte gar nicht den sexuellen Kontakt an sich bestreiten, sondern einfach behaupten, dass er einvernehmlich gewesen sei. Es gab 2016 ja eine Reform des Vergewaltigungsparagrafen, die vielen noch unter dem Stichwort Nein heißt Nein in Erinnerung sein dürfte. Seitdem, also seit der Reform, ist es so, dass es ausreicht, wenn das Opfer Nein sagt oder zum Beispiel durch Weinen oder Ähnliches deutlich macht, dass es das nicht möchte. Es ist jetzt nicht mehr erforderlich, dass es sich körperlich wehrt, also aktiven Widerstand leistet. Man muss aber sagen, dass das Ganze an den Beweisschwierigkeiten nicht wirklich was geändert hat, weil es nach wie vor eben für eine Verurteilung wegen Vergewaltigung erforderlich ist, dass man dem Täter nachweist, dass er den entgegenstehenden Willen des Opfers kannte und sich bewusst über den hinweggesetzt hat. Alles klar. Es hört sich ja genauso an wie in unserem Fall auch, wo Aussage gegen Aussage steht. Erstmal vielen Dank für deine Einschätzung und wir hören uns später. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Die Zahlen sagen alles. Von 100 Frauen, die vergewaltigt werden, erlebt nur etwa eine einzige die Verurteilung des Täters. Zurück zum 28. September. Mittlerweile ist es kurz vor 5. Amar J. und Andreas O. haben gemeinsam mit der Frau die Wohnung verlassen. Und, als sei nichts geschehen, bringen die Beamten Agnieszka F. auf die Wache. Sie wird die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen. Zur gleichen Zeit feiern die Polizisten den Abschied ihres Kollegen Andreas O. Es war seine letzte Schicht. Demnächst will er studieren für den gehobenen Polizeidienst. Nach der Party schreibt er eine Nachricht an seinen Polizistenfreund Amar J. Thanks für die epischste letzte Schicht, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Wie passt so eine Nachricht mit seiner Aussage zusammen? Angeblich war er doch in Schockstarre. Wir fragen seinen Anwalt. Ich gehe davon aus, dass es darauf sich bezog, dass das eben die letzte Schicht in der Inspektion war und mit den Kollegen. Ja. Also war das, was in der Schicht passiert ist, so irrelevant, dass er sich da gar nicht drauf bezogen hat mit dem Zitat? Auch das ist eine Frage, auf die nur mein Mandant eine Antwort hat. Aber zumindest aus dem, was ich in der Hauptverhandlung erlebt habe, kann ich das so für mich beantworten. Mhm. Okay. Zurück zum Gericht. Das hat 7 Prozesstage angesetzt, Sachverständige und Zeugen geladen. Bis zuletzt versuchen die Richter herauszufinden, ob es sich um einvernehmlichen Sex oder um eine Vergewaltigung handelte. Heute ist die Polizeibeamtin Marianne L. geladen. Sie hatte Agnieszka F. am nächsten Morgen aus der Gewahrsamszelle entlassen. Vor Gericht erinnert sie sich. Da ist sie plötzlich in Tränen ausgebrochen und hat mir weinend von dem Vorfall berichtet. Ich habe ihr nachdrücklich die Konsequenzen einer solchen Anschuldigung aufgezeigt. Trotzdem beharrte sie auf der Anzeige. Die Beamtin hält Agnieszka F.'s Aussage für glaubwürdig. Sie habe erzählt, wie schamlos die beiden Polizisten vorgegangen seien. Einer der Beamten habe ihren Slip zerrissen und ihn ins Bad geworfen. Später wird der Tatort durchsucht. Die Spurensicherung findet im Bad einen zerrissenen Damenslip. Agnieszka F. wird von der Polizistin in Augenschein genommen. Sie trägt keinen Slip. Ab jetzt beginnt für Agnieszka ein etwa 10-stündiger Marathon aus Aussagen und Untersuchungen. Zwischenzeitlich wird sie als vermeintliches Opfer einer Vergewaltigung sogar noch einmal in eine Zelle gesteckt.
Während meines Medizinstudiums haben wir uns mit dem Aspekt der Beweissicherung im Falle einer Vergewaltigung beschäftigt. Wichtig ist, dass Betroffene sich möglichst schnell Hilfe suchen und sich ärztlich versorgen lassen, auch damit DNA-Spuren und etwaige Verletzungen dokumentiert werden können. Hilfe finden Betroffene zum Beispiel in Opferschutzambulanzen. Und ob man Anzeige erstatten will oder nicht, kann man sich im Zweifel immer noch in Ruhe überlegen. In Agnieszka F.'s Wohnblock spricht sich schnell herum, dass es zu Sex zwischen den Polizisten und der Frau gekommen sei. Mit dem Finger habe man auf sie gezeigt. Agnieszka und ihr Partner packen ihre Sachen und verlassen Deutschland. Dann macht noch das Gerücht die Runde, sie sei als Prostituierte im Escort-Bereich tätig gewesen. Die Grundlage? Ein eigentlich unverfänglicher Eintrag auf einer polnischen Hostess-Seite. Auch die Verteidigung greift das Gerücht auf. Wir haben zu keinem Zeitpunkt behauptet, dass sie als Prostituierte arbeitet. Haben wir nicht. Wir haben nur dargestellt, dass es eine Seite gibt. Was daraus gedeutet wird, liegt nicht in meinem Ermessensspielraum. Was passiert eben? Ne? Und dass es eben Ostessen-Seiten gibt, wo dann eben auch dann sexuelle Dienste gleichzeitig mit angeboten werden, ist eine offene Tatsache. Ob das die Zeugin gemacht hat, weiß ich nicht. Das ist für mich unfassbar gewesen, also dass überhaupt dieses Gerücht in die Welt gesetzt wurde. Natürlich wollte man meine Mandantin diskreditieren. Ist doch klar. Im Netz verbreitet sich die Behauptung weiter und wird eifrig kommentiert. Das mutmaßliche Opfer scheint aus einem fragwürdigen Milieu zu kommen. Ich kenne auch so eine Frau. Am Ende gab sie alles zu. Ob nicht etwa die Frau ihrerseits ihre Waffen eingesetzt hat? Drei Wochen nach der Tat findet die Thüringer Polizei ein mögliches Beweisstück. Das Telefon von Andreas O. Er habe es in einen Fluss geworfen, als er von den Ermittlungen erfuhr. Auf dem Handy sollen sich Videos befinden, die seine Version, also einvernehmlicher Sex, bestätigen. Doch alle Dateien sind zerstört. Warum hat er das Handy entsorgt? Schließlich hätte es ihn vom Vorwurf der Vergewaltigung entlasten können. Er hat das mit einer Kurzschlussreaktion erklärt, weil er in dem Moment nicht an eine Straftat dachte, sondern alleine über die dienstrechtlichen Konsequenzen nachgedacht hat. Doch die Sache mit dem Handy und den angeblich entlastenden Videos erwähnt Andreas O. erst, als er schon drei Wochen in U-Haft sitzt. Spätestens in der Sekunde, als der Vorwurf in der Welt war, der Vergewaltigung und auch nach Aktenlage, da hätte man sich ja eigentlich offenbaren müssen. Es meldet sich ein weiterer Zeuge. Der Polizist gibt an, seine Kollegen hätten ihnen auf dem Weg zur Party die Videos gezeigt. Der Richter hakt nach. Wieso hat er fünf Wochen mit dieser wichtigen Aussage gewartet? Antwort: Er sei überfordert gewesen und ebenfalls in Schockstarre verfallen. Die Aussage wirft Fragen auf. Wie kann es sein, dass Polizisten permanent in Schockstarre verfallen? Als nächster sagt Kriminalhauptkommissar Robert H. aus. Er leitete die Ermittlungen und erhebt schwere Vorwürfe. Die angeklagten Polizisten sollen von Kollegen gewarnt worden sein. Sie hätten Zeit gehabt, Beweise zu vernichten. Die Diensteinheit sei ein verschworener Haufen mit übersteigertem Chorgeist. Der Fall beschäftigt jetzt die Politik. In den Dienststellen gibt es nach wie vor immer noch das Klima, dass man Kollegen im Prinzip nicht verpfeift. Uns fehlt die Bereitschaft, auf der einen Seite anzuerkennen, dass es eine gute Polizeiarbeit gibt, gute Polizeibeamte, aber es gibt eben auch Täter unter den Polizeibeamten. Diese Differenzierung muss im Interesse guter Polizeiarbeit endlich vorgenommen werden. Einer Studie der Ruhr-Universität Bochum zufolge gibt es jährlich mindestens 12.000 Fälle von Machtmissbrauch durch Polizeibeamte. Vom Innenminister Thüringens will ich wissen, ob ein strukturelles Problem innerhalb der Polizei besteht. Ja, die schiere Zahl, das kann man natürlich nicht von Einzelfällen reden. Ja, das ist ja klar. Sie sind ja auch gerade Vorsitzender der Innenministerkonferenz und wenn ich das sagen darf, dann wirken Sie so ein bisschen entspannt. Ich bin alles andere als entspannt und das habe ich auch in allen Äußerungen, die ich bisher dazu getätigt habe, auch deutlich werden lassen. Was tun Sie denn ganz konkret? Ja, ich tue was dagegen. Also ich will auch die interne Ermittlung, also wenn es zum Beispiel zu Straftaten von Polizisten kommt, ich will, dass die interne Ermittlung weitgehend unabhängig ist
um, sag ich mal, sicherzustellen, dass fair und offen und auch intensiv gegen Vergehen von Polizisten auch vorgegangen wird. Ein Versprechen, an dem sich der Innenminister wird messen lassen müssen. Der Tag der Urteilsverkündung. Während draußen gegen Polizeigewalt und Machtmissbrauch demonstriert wird, ist drinnen die Anspannung der Anwälte spürbar. Sie fordern Freispruch für ihre Mandanten. Das Gericht sieht keine Anhaltspunkte für eine Vergewaltigung durch die Polizisten. Aber es stellt fest, die Frau sei nur deshalb zu sexuellen Handlungen bereit gewesen, weil sie den Polizeibeamten ausgeliefert war. Der Richter wendet sich direkt an die Angeklagten. Das sehen Sie, das wissen Sie und das nehmen Sie in Kauf. Schuldhaft und vorsätzlich. Das Gericht verurteilt die beiden Polizisten wegen sexuellem Missbrauchs unter Ausnutzung einer Amtsstellung zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 3 Monaten ohne Bewährung. So kommt ein Fall vorerst zum Ende, der gezeigt hat, wie anfällig das System Polizei für Machtmissbrauch ist und der dem Vertrauen der Öffentlichkeit in die Institution erheblich geschadet haben dürfte. Wann wurde dir das letzte Mal nicht geglaubt und wie hast du dich dabei gefühlt? Erzähl mir gern davon in den Kommentaren. Und wenn dir unser Video gefallen hat, dann abonniere auch unseren Kanal Der Fall. Und hier geht's zu einem neuen Video.